Jetzt hat er angefangen aufzunehmen. Ja. Herr Dr. Brunk, ja, herzlich willkommen und vielen, vielen Dank für die Zusage zu einem, denke ich mal, wieder weit sehr, sehr interessanten Video. Heute mal mit einem ganz neuen Thema, was wir bei Kopfgelenksinstabilität noch so, denke ich, gar nicht betrachtet haben und was ich auch erst seit gar nicht allzu langer Zeit überhaupt kenne. Also wir wollen uns den erweiterten Injury Recall mal anschauen, den Sie ja auch maßgeblich entwickelt haben. Und es ist auch gar nicht so einfach, Sie adäquat vorzustellen bei Ihrem Portfolio. Also Sie haben den Facharzt für Innere Medizin, haben sich in die funktionale Medizin praktisch fokussiert dort und ja, da ein ganz breites Portfolio entwickelt, nämlich einmal mit Chirotherapie, also ich sage mal das harte Justieren, aber dann auch das Sanfte mit ärztlicher Osteopathie. Ne? Das ist ja eine Kombination, die man so häufig nicht findet. Und da wird mich, also ich habe da wahrscheinlich tausende Fragen, aber wir wollen natürlich heute beim Injury Recall bleiben. Ja, sind Sie der Arzt für Applied Kinesiologie, haben da auch Diplome und sind Lehrer, und zwar von der ICAK, das ist die International, ist das International College for Applied Kinesiology. Ich glaube, der Hauptsitz ist, glaube ich, in München. Das ist eigentlich in Deutschland das zweite große Institut, neben der DGAK. Und dort sind Sie auch Ausbilder und ja, haben da verschiedene Fächer. Ne? Ja, ja, danke für die Begrüßung. Freue mich Ja. auch sehr, hier zu sein. Eine Sache muss ich direkt mal korrigieren an der Stelle. Ja. Das International College of Applied Kinesiology, das sitzt in den USA. Das ist Ah. sozusagen die Mutterorganisation. Und die DGAK, die Deutsche Ärztegesellschaft für Applied Kinesiology, ist das deutsche Chapter des ICAK. Okay. Und der DGAK gehöre ich auch an und bin Vorstandsmitglied der DGAK und Lehrer der DGAK und des ICAK. Okay, also beides. Na, das ist ja schön, weil das, ich meine, die Organisationen eigentlich können sie eh fast zusammen. Ja, absolut. Das ist nicht das, was uns hier heute Genau, wirklich genau. interessieren sollte, ne? Eine interessante Sache machen Sie noch, nämlich Hypnosetherapie. Und ja, wenn man sich jetzt mit dem Thema Injury Recall beschäftigt, dann ist nämlich das Thema Hypnose gar nicht so weit weg. Ich denke mal, dass es da wahrscheinlich, wissen wir nicht, vielleicht findet man es heute noch raus, auch Verknüpfungen gibt. Denn ich habe erst ja seit kurzem auch gelernt, dass es tatsächlich ja Verknüpfungen gibt zwischen ja, organischen Problemen und Gefühlen. Also bei mir waren ja die Mandellarben lange Zeit ein Störfeld. Und wir haben 30 Injektionen bei den Mandellarben gemacht, ja, und es gab keine Verbesserung, bis wir rausgefunden haben, dass da noch ein Gefühl gespeichert war. Also es ist ja eine Verbindung dann auch zwischen Geist und Körper und das ist ja so oft gar nicht so bekannt. Und ich denke, da gehen wir vielleicht heute auch noch mal ein bisschen rein. Genau. Ja, also dann steigen wir mal ein gleich mit dem Thema Injury Recall. Also Injury Recall hört sich ja für mich ziemlich abgehoben an, ne? Das ist ja sowas wie Total Recall oder zurück in die Zukunft 2. Was ist denn ein Injury Recall? Ja, das ist erstmal ein ganz alter Name, darum nicht so geschliffen. Und letztendlich geht es darum, um körperliche Traumamanifestationen. Also das heißt, wie gehören die Dinge zusammen? Und Sie haben ja eingangs freundlicherweise gesagt, dass wir viele verschiedene Dinge machen und viele verschiedene Kompetenzen haben. Und die Frage ist ja immer, wie bringt man eine Ordnung da rein? Also was mache ich wann und was ist wann dran? Und in dem Zusammenhang spielt Injury Recall Technik eine ganz wesentliche Rolle, weil sehr viele Leute haben ein Grundrauschen in ihrem Nervensystem, das zurückgeht auf Trauma erleben. Und da können wir auch gleich ein bisschen drüber sprechen, was eigentlich Trauma ist oder was wir als solches bezeichnen. Trauma erleben und die körperliche Manifestationen davon. Ne? Denn es gibt eben genau, wie Sie es eben beschrieben haben mit Ihren Mandeln, gibt es keine Trennung zwischen Gehirn und Körper, zwischen Gefühl und Muskel und so weiter. Also das heißt, unser ganzer Organismus lebt in einem Netzwerk aus verschiedenen Einflüssen. Und sehr lange Zeit war das ja eine Trennung, dass man gesagt hat, gut, wenn wir über Trauma sprechen, sprechen wir entweder über das chirurgische Trauma,
also im Sinne von Traumatologie, Verkehrsverfall oder Verletzung des Körpers. Oder wir sprechen über psychisches Trauma. Psychisches Trauma entsteht, wenn Leute unaushaltbar schwierige Situationen erlebt haben oder kann dann entstehen. Und das sind die Traumapatienten. Mittlerweile ist klar, dass die Sicht darauf ganz anders geworden ist und wird. Also neulich sagte oder hielt ein amerikanischer Kollege von uns einen Vortrag unter dem Titel Trauma, the Silent Epidemic, also die stumme Epidemie, weil doch klar geworden ist, bei diesem Maximaltraum, so nenne ich es mal, die ich eben angesprochen hatte, mit den unaushaltbaren Situationen, da sind wir im Spitzenbereich. Aber es gibt einen weiten Bereich darunter, der traumatische Erinnerung schafft in Geist und Körper und auch zu körperlichen Reaktionen und körperlichen Irritationen führt. Und in der funktionellen Medizin, wenn es uns eben darum geht, zu sehen, was läuft hier nicht richtig für den Patienten, warum haben unsere Patienten diese Symptome, warum kommen die zu uns? Und die waren ja dann schon, also sind ja pathologisch, anatomisch schon sehr gut untersucht und diagnostiziert und so weiter. Und in vielen Fällen wird gar nichts festgestellt. Und trotzdem haben die die Beschwerden, weil einfach die Teile des Körpers nicht richtig zusammenarbeiten und das Gesamtsystem nicht gut funktioniert. Und bei diesen Patienten finden wir dann sehr häufig solche körperlichen Traumamanifestationen. Und beschäftigen uns damit, wie können wir die auflösen, wie können wir den Patienten helfen, wieder in eine, nenn ich es mal, Ordnung zu kommen. Und dazu stehen uns natürlich verschiedene Testverfahren, also Diagnoseverfahren zur Verfügung. Es stehen uns auch ganz verschiedene Behandlungsprozeduren zur Verfügung. Und dazu gehören dann auch einige Werkzeuge im emotionalen Bereich, die wir einsetzen, da wo wir in diese Übergänge reinkommen. Das können aber auch Akupunkturpunkte sein, die wir im emotionalen Zusammenhang nutzen oder Reflexpunkte. Das kann aber auch Hypnose sein. Also so kommt das da rein. Und Injury Recall besagt in dem Zusammenhang, dass wir nochmal Bezug nehmen auf eine Verletzung in der Vergangenheit, die nochmal ansprechen, gucken, wie sind die Manifestationen, wenn wir dies angesprochen haben, diese Verletzung, wie sind die Manifestationen? Und welche Werkzeuge müssen wir in welcher Reihenfolge benutzen, um diese ja, körperliche Traumamanifestation aufzulösen oder eben sonst zu integrieren, also kleiner zu machen, dass sie kein gesundheitliches Problem verursacht. Das ist das. Also der Injury Recall, beim Injury Recall kann ich also verstehen, habe ich irgendwo was abgespeichert, entweder in der Psyche oder im Kopf oder im Körper. Und das Zusammenspiel funktioniert deswegen nicht mehr zwischen Muskulatur und Kopf oder wie kann ich mir das genau vorstellen? Naja, also also zunächst mal muss ich sagen, dass die Forschung, wie genau das funktioniert, die läuft ja jetzt. Also da wird viel gemacht, es passieren viele Dinge und es wird viel veröffentlicht. Grundsätzlich ist unser Konzept, dass nehmen wir mal an, Sie fahren jetzt mit Ihrem Auto und Ihnen fährt jemand in die Seite. Und dieser Anprall oder dieses Ereignis löst ein solches Traumamuster aus. Das heißt, es gibt einen Schreck. Und dann gibt es verschiedene mögliche Traumaphasen. Die erste, die normale, ist eigentlich immer Kampf oder Flucht. Na, das heißt, Sie versuchen wegzulaufen, also, oder Sie versuchen zu entkommen. Und wenn Sie nicht entkommen können der Gefahr, dann kämpfen Sie. Na, das ist in unserer Natur so angelegt, Kampf oder Flucht. Und eine weitere Option, Verhaltensoption, ist der sogenannte Freeze-Zustand. Das heißt, Sie fallen in eine Starre, können sich nicht mehr bewegen oder wollen sich nicht mehr bewegen. Also Todstellreflex könnte man es auch nennen. Na, das sind erstmal so die Traumareaktionen, die üblichen. Und so wie ich es gerade gesagt habe, sind darin ja bereits enthalten körperliche Reaktionen. Das ist ja keine rein psychische Reaktion. Aber das hat natürlich auch eine psychische Komponente. Die Frage ist nur,
wie groß ist die psychische Komponente und wie groß ist die körperliche Komponente? Und bei den meisten Patienten, die wir jetzt sehen, ist die körperliche Komponente die überwiegende. Das heißt, die sind sich häufig gar nicht bewusst, dass sie so reagiert haben. Und die Übersetzung Richtung muskuläres System findet dadurch statt, dass die Leute im Grunde eingefroren sind in einer Phase dieser Traumareaktion. Das heißt, da rasten die ein und die haben dann Muskeldysfunktionen, also können ihre Muskulatur zum Teil nicht richtig ansteuern, weil sie sich zum Beispiel in einer Bewegung weg von der Quelle der Gefahr befinden, die immer wieder aufgerufen wird und aufgerufen wird. Und dadurch wird das gesamte oder kann das gesamte muskuläre Zusammenspiel gestört werden. Das ist etwas, was wir auch häufig im Sportbereich erleben, wenn Menschen nach einer Operation oder einer Verletzung dann die Reha durchlaufen für ihren Sport, aber nicht wieder richtig Leistungsfähig werden. ankommen und nicht genau, nicht richtig ihre Performance wieder erreichen. Und manchmal schaffen sie es dann nie wieder, weil solche Dinge sind qualitative Defizite, das sind keine quantitativen. Die können sie nicht dadurch ausgleichen, dass sie den Muskel noch mehr trainieren und noch mehr trainieren, weil einfach die Ansteuerung in diesem Fall ist off. Genau, Jetzt ist und es das ist so, das, dass was wir bei machen wollen. uns die meisten in der Gruppe oder viele waren ja schon auch im Upright-MRT und viele haben ja auch tatsächlich Schädigungen der Bänder in der oberen Halswirbelsäule. Also da ist meistens das Transversum Alaria und oder das, ja, das Transversum, meine ich, ist da oft auch beschädigt oder die Alaria-Bänder. Das heißt, da gab es ja auch tatsächlich körperlich eine Verletzung. Wie ist da dann Ihre Sichtweise? Gibt es also auch Möglichkeiten, wo beides dann zusammenspielt? Also, ich meine, Sie machen ja auch Atlas-Therapie, das hatte ich gar nicht vorgestellt. Aber hindert das eine das andere? Oder glauben Sie, die Bänder können heilen, also dass Bänder wieder heilen können und dass dann trotzdem irgendwie das Injury, was noch im Kopf ist, dafür sorgt, dass irgendwie die Stabilität doch nicht da ist? Oder wie ist Ja, so Ihre Erfahrung? ich will das mal an dem Beispiel des Sportlers weiter erklären, diesen Zusammenhang, weil es da am einfachsten zu verstehen ist. Also, warum kommt dieser Sportler nicht wieder richtig zurück nach der Verletzung oder nach der Operation, wenn es denn so ist? Das liegt daran, dass die Muskulatur aufgrund des Injuries nicht richtig angesteuert werden kann. Was macht das? Das macht eine mangelnde Stabilität der Gelenke, weil die Gelenkführung und Gelenkstabilität ist von der Muskulatur abhängig. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, umknicken beim Laufen, dann fängt zunächst die Muskulatur und die Weichteil oder der Weichteilmantel fängt die meiste Kraft ab und absorbiert diese Kraft. Wenn das nicht funktioniert, geht es durch zu den Bändern. Wenn das nicht funktioniert, zur Kapsel. Wenn das nicht funktioniert, geht es zum Knochen. Das ist sozusagen so eine Verletzungskaskade. Ne? Das heißt, dass das Band verletzt wird oder der Knochen ist so ziemlich das Letzte, was passiert, wenn diese Kraft nicht absorbiert werden kann. Wenn diese Person eben ja, ich will nicht sagen mangelhaften Muskelsteuerung, aber mit einer kompromittierten Muskelsteuerung jetzt läuft, also sprintet und dabei blöd in so einem Rasenloch umknickt, dann ist diese Person natürlich sofort auf den Bändern und sofort auf der Kapsel. Und das ist das, was wir ja viel erleben im Sportbereich, dann auch erste Verletzung, dann nach kurzer Zeit zweite und dritte und vierte und dann heißt es, was für ein Pech, was für ein Pech, was für ein Pech. Ja, auch klar, wie man sieht, ist auch Pech, ein Injury-Muster zu haben, also in unserem Konzept macht das durchaus viel Sinn und wir sind da auch ganz erfolgreich oder unsere Ergebnisse sind auch gut in diesen Fällen. Und das gilt für die obere Halswirbelsäule natürlich in gleichem Maße. Wenn jetzt, sagen wir, jemand ein Fahrradsturz hat oder ein Autounfall oder wie auch immer, dann können natürlich die Bänder verletzt werden und sich gerade im Kopfgelenksbereich eben auch ein Injury-Muster ausbilden, natürlich. Und das ist das, was ich vorhin meinte, als ich sagte, man muss eine, oder für uns ist das auch ein Ordnungsinstrument. Das heißt, bevor wir eine Atlas-Therapie machen oder bevor wir anfangen, Triggerpunkte aufzulösen in der oberen Halswirbelsäule, gucken wir immer, ob es ein Injury gibt und wenn es das gibt
holen wir das raus oder behandeln das. Ne? Weil wir brauchen erstmal eine stabile Struktur, in der das überhaupt stattfinden kann. Und wenn wir die nicht haben und die Muskeln sind schwach und wir fangen an, Behandlungsmaßnahmen da durchzuführen an der oberen Halswirbelsäule, braucht das. Kann ganz gut sein, das muss aber auch nicht gut sein. Also will damit sagen, ich mache das ja auch schon eine ganze Weile. Ich habe auch meine Fehler gemacht in diesem Ding. Heutzutage gehe ich überhaupt nicht in die Kopfgelenksregion, wenn ich so eine Behandlung beginne, sondern suche erstmal aus der Ferne, gibt es so ein Injury-Muster. Also Injury wäre für Sie auch eins der ersten Sachen. Wir sind ja immer noch so ein bisschen, ich versuche immer noch so ein Verhandlungsschema aufzubauen. Mhm. Ja, also das ist ja alles, der Kanal ist ja selbst experimentiv. Mhm. aber man findet bei Kopfgelenkspatienten eben so häufig fast alles, weil es eben eine Multisystemerkrankung ist. Also was wir sehr häufig sehen, ist Borreliose. Ja? Mhm. Wobei ich jetzt der Meinung bin, Borreliose ist wahrscheinlich eine Folge, weil das Immunsystem so geschwächt ist. Ja? Mhm. Weniger der Auslöser von der Instabilität. Meistens ist es schon so, dass die Leute irgendwie ein Trauma mal hatten, ja, gestürzt sind. Aber auch da ist es nicht unmittelbar dann gleich die Folge. Also oftmals kann der Körper das noch viele Jahre kompensieren. Ja, viele sind belastet mit Schwermetallen. Ich mache auch gerade eine Schwermetallausleitung. Ist auch gar nicht so leicht, das Zeug rauszukriegen, wo man es überall hat. Mhm. Kann man ja mit Kinesiologie sehr gut messen, ja, im Gehirn, im Auge. Auch in den Bändern, in der Halswirbelsäule hat man es gemessen. Was ganz wichtig ist, ist eine CMD. Also die habe ich jetzt seit 3,5 Jahren. Die Schiene passt, die hat sich auch nicht verändert. Habe auch gerade hier Akupunkturpunkte vom Zahnarzt im Ohr. Der praktisch allerdings das Kiefer, nachdem er es justiert hat, nochmal festigt. Also, und das sind ja alles Behandlungen, die unglaublich umfangreich sind. Und das ist ja nicht alles, das ist ja nicht mal in 1-2 Monaten getan. So, und dann ist immer die Frage, wo fängt man an? Was ist jetzt das Erste? Ja? Oder dann gibt es eben noch das Thema Prolotherapie, wo man eben mit der Glukoselösung in die Bänder spritzt, um dort eine Heilungsentzündung hervorzurufen. Mhm. So, meine Philosophie war bisher immer näher mit der Prolotherapie, würde ich erst warten, nachdem ich die CMD hatte, damit zumindest schon mal der Biss stimmt, die Strukturen so einigermaßen stimmen. Injury Recall hatte ich den Injury Recall 2, da gehen wir nochmal drauf ein, und zwar mit einer Verletzung hier am Kinn, die eine Verbindung zum Nacken hatte. So, und dann hatte ich gedacht, naja, eigentlich, damit so eine Prolotherapie anspricht, müsstest du auch noch schauen, dass so ein bisschen der Stoffwechsel passt, so insbesondere fürs Bindegewebe, also dass die Bindegewebsherstellung wieder passt. Und also es gibt unglaublich viel Baustellen. Ja. Aber was ich jetzt von Ihnen schon höre, ist, also, dass der Injury Recall eins der ersten Sachen sein sollte, die man angeht, die nicht unmittelbar zu einer Heilung führen. Also ich habe damals den Injury Recall auch gar nicht gespürt. Man denkt immer, wow, da hat man was gefunden. Injury Recall 2, ja, ein Mega-Ding. Ja, die hat er auch mit Akupunkturpunkten gemacht. Ja. Aber es war keine unmittelbare Veränderung danach. Ja. Wobei ich jetzt sagen muss, bei Kopfgelenkspatienten, das ist das, was ich gelernt habe, es wird wahrscheinlich nie eine unmittelbare Veränderung danach geben, weil es eine sehr langfristige Sache ist. Und es gab eigentlich schon eine Änderung beim Injury Recall bei mir, und zwar, ich bin erst schwach geworden im Muskeltest, wenn ich den Kopf überhaupt in den Nacken gelegt habe. Nach dem Injury Recall konnte ich den Kopf in den Nacken legen und er war nicht schwach. Er ist dann erst schwach geworden, nachdem ich den Atlas, also nachdem ich mir hier so angefasst habe und nach hinten gelegt habe. Ja. Das heißt, zumindest in der Messung gab es eine Verbesserung. Ja. Also was wäre jetzt, ich habe lange gesprochen, ich hoffe, Sie nicht verwundert, übereinander gebracht jetzt, aber die Frage war eigentlich, was ist so die typische Vorgehensweise bei Kopfgelenkstraumata für Sie? Ja, nicht nur bei Kopfgelenkstraumata, insgesamt. Also das ist bei jedem Patienten, der hier reinkommt, egal weshalb die kommen jetzt, ne? Machen wir als erstes immer einen Stabilisationstest im Stehen. Das heißt, wir gucken, wie organisieren die sich in der Schwerkraft neurologisch. Und da erlebt man bei vielen schon sein blaues Wunder, dass es wirklich für die schwierig ist, senkrecht zu stehen. Und zwar sauber ausgesteuert. Das heißt, wenn die Patienten dafür schon sehr viel Energie und Kraft aufwenden müssen, um einfach nur senkrecht zu sein, dann braucht man mit, ich sage jetzt mal an der Stelle, Amalgamausleitung als erster Maßnahme aus unserer Sicht nicht anzufangen. Das machen wir nicht. Sondern uns geht es immer darum,
dem Patienten zu helfen, in eine neurologische Ordnung wiederzukommen. Das heißt, dass die gut organisiert sind, ne? Dass die zum Beispiel den Kopf nach hinten nehmen können, nach rechts, nach links und so weiter, ohne dass Stress auftritt, und dass die auch mit geschlossenen Augen senkrecht stabil stehen können, dass die auch senkrecht stabil stehen oder sich fangen können, wenn ich die ein bisschen schubse Abgeschoss, ja. mit geschlossenen Augen und so weiter. Ja. Also das ist das, was wir durchgehen. So, wenn wir finden, dass es da schon ein Problem gibt, suchen wir sofort nach einer körperlichen Manifestation einer Injury. Und die finden wir dann auch sehr häufig. Und dann bauen wir die ab. Jetzt kommt das Nächste. Ich glaube nicht, dass das, was Sie bisher als Ihr T2, aber wir wollten ja noch drüber sprechen, gesehen haben, dass es das ist, was wir tun. Also da Nee, müssen nee, wir nee, noch nee, nee, drüber nee, reden. nee, das weiß ich, das Und weiß ich. wir machen das jetzt seit, weiß ich, 25 Jahren, Becker und ich, und haben uns natürlich in diesen 25 Jahren auch ordentlich entwickelt. Und wir schaufeln das schon Schicht für Schicht für Schicht runter. Also wir sind da Ja. sehr zäh, was das betrifft. Und haben viele, viele Ebenen da drin, die wir da machen. Ja, aber also, und aus dem Grunde, um erstmal die Grundstabilität da reinzukriegen und um dafür zu sorgen, dass dieses, also wir nennen das immer das Rauschen im Nervensystem, dass so dieses Grundrauschen im Nervensystem runtergeht, was dann eben auch diesen Stress macht und diese Erschöpfung und was auch dazu beiträgt, dass, ich glaube, ich sehe das genauso wie Sie, dass dann Sekundärinfektionen wie Borrelien und so weiter auftreten. Dieses Grundrauschen, das muss erstmal runter. Und das geht sehr viel über eine gute Injury-Technik, die übersetzt sich sofort ins myofasziale System. Und da sind wir. Da sind wir in den Muskelketten und myofaszialen Straßen, die natürlich für die Stabilisation der Halswirbelsäule und Tragen des Kopfes und so weiter absolut essentiell sind. Wenn das nicht geht, Gott, ja, also ich würde dann nicht eine Prolotherapie machen, wenn das schon nicht geht. Na, weil ich nicht erwarten würde, aber da bin ich jetzt nicht der Experte, ich kann nur sagen, was ich erwarte. Ich würde von der Prolotherapie jetzt nicht erwarten, dass die in dem Moment die Bänder heilen kann oder die Situation entscheidend wenden kann, wenn zum Beispiel der Sternum klein nicht geht. Und in der ersten, zweiten, also oder dritten, vierten Ebene häufig sind das sehr verdeckte Störungen, weil bei einem Trauma ist es ein Selbstschutz des Organismus, dass er versucht, dieses Trauma zu überdecken und wegzupacken, weil der Körper versucht oder der Mensch versucht, immer weiter zu funktionieren, auch wenn eine starke Belastung da ist. Das heißt, diese Läsionen, nennt man das ja osteopathisch, diese Läsionen werden kompensiert. Die liegen nicht an der Oberfläche. Und wenn Sie solche Patienten testen und selbst wenn die, ich sag mal, eine große Injury-Projektion auf irgendeine Narbe haben, auf einem Brustkorb oder so, dann finden Sie da häufig gar nichts, null. Und dann würden Sie normalerweise sagen, oh ja, super, also das ist ja zumindest kein Injury. Ja, das stimmt nicht. Also, weil in vielen Fällen ist es kompensiert, da liegen Schichten drüber. Und es macht Stress darunter und da drin. Und insofern, wenn man da ran will und sagt, ja, es liegt zwar zwei Schichten tiefer, aber es macht eine erhebliche Störung in der Gangstabilisation oder in der Standstabilisation, dann sollte man das behandeln. Und dann ist der Trick, die Kunst, an diese Ebene ranzukommen und zu sagen, da, ich gehe diese zwei Ebenen rein und nehme es da auseinander. Und die Patienten merken das in der Regel ja selber nicht so groß, weil die sind auch sehr beschäftigt dabei. Wir können ja gleich nochmal über die Therapie reden, wie die Ja, abläuft. ja. Sind auch sehr beschäftigt dabei. Aber viele merken schon eine Veränderung. Das muss ich doch. Also an der Stelle muss ich widersprechen. Ne? Also sonst wird es ja uns nicht gehen. Die merken schon eine sehr deutliche Veränderung und auch einen Weg. Ne? Also wir machen ja auch einen Podcast. Da ist ja auch der, also für die Zuschauer, die Lust haben, sich das mal anzuhören, da ist auch ein Podcast mit Christoph Grünewald drin, ehemaligen Profi-Tennisspieler, der darüber berichtet, wie das war. Also 15 oder 20 Jahre nach seiner Operation und Verletzung, wie er die Injury-Behandlung dann erlebt hat. Ne? Und das ist schon sehr, zum Teil sehr beeindruckend, aber Sie haben recht, auch nicht bei allen, vor allen Dingen nicht bei denen, die dann viele verschiedene Ebenen von
Sekundärstörungen noch. Die Podcast gibt es bei Ihnen auf der Praxisseite, habe ich gesehen, ne? Ja, die gibt es auf der Praxisseite, die gibt es aber Ich würde auch die dann. bei Apple, Spotify und Google Podcasts und so weiter. Die Reihe heißt Brunk und Mark, funktionelle Medizin der Gegenwart, wo wir immer mal so einzelne Aspekte unserer Arbeit, Sie haben vorhin gesagt, die vielen Dinge, die wir so tun, wo wir so einzelne Aspekte mit Experten dieser jeweiligen Fächer nochmal beleuchten. Das würde ich dann unter dem Video noch mit verlinken. Wer da Interesse hat, kann sich da dann auch nochmal tiefer einhören. Ja, danke. Also ja, es ist immer die Frage Henne oder Ei. Also ich bin ja da auch noch nicht so ganz durchgestiegen. Ich bin ja absoluter Laie. Aber die einen sagen halt, naja, wenn die Bänder geschädigt sind, dann ist die Stabilität dahin und dann versuchen die Muskeln das zu kompensieren. Also erst machen das dann die kleinen Nackenmuskeln. Die werden dann hart, geben ihre Funktion auf, dann machen das die großen Muskeln, zum Beispiel auch der Sternum. Ja? Und in dem Fall, wenn es wirklich so wäre, kann man natürlich mit einer Auflösung der Instabilität der Bänder schon auch wieder was lösen. Die Frage ist, ob man dann die dicken Muskeln wieder stabil kriegt. Ich denke mal, es muss wahrscheinlich einhergehen. Aber was ich gelernt habe ist jetzt von Ihnen ist, ja, also das Inter-Recall-Muster ist ganz entscheidend überhaupt für die sensomotorische Ansteuerung der Muskeln, und zwar hier der kurzen Nackenmuskel und auch der großen Nackenmuskel, was schon mal eine Stabilitätserhöhung bringt. Auf jeden Fall. Und das war das, was ich sagen wollte zur Prolotherapie. Nicht, dass die nichts bringt oder dass es nicht gut, sondern das bezog sich eher auf die Reihenfolge. Ne, mein Punkt war, dass ich gesagt habe, wenn ich Dysfunktionen habe der großen Muskeln hier, dann würde ich immer die zuerst behandeln, bevor ich in die Tiefe gehe. Ne, dann habe ich natürlich auch bessere Karten, was die Wirkung dann betrifft. Also deswegen würde ich so rummachen. Aber das war jetzt nicht so zu verstehen. Ja, habe ich schon verstanden. Ja, ist auch so rübergekommen. Ja. Jetzt gibt es ja verschiedene Arten von Injury Recalls. Also es gibt ja den Injury Recall 1, also klassischen, ne, da wo man dann praktisch mit der Hand unten auf den Fuß haut. Ja. Für mich ist das schon, also wenn man das erste Mal macht, ja, dann, also das ist sehr verwunderlich. Ja, das finde ich eine sehr gute Zusammenfassung. Ich habe auch keine Ahnung, wie da ein Mensch draufgekommen ist, dass man sich an die Stelle hinlangt, wo das Injury ist, die man eigentlich nicht mit einer Muskelschwäche messen kann, direkt, sondern nur indirekt. Also müsste man auch nochmal drauf eingehen, wie man das misst. Und dann währenddessen, dass ich da hinlang, mir unten am Fuß jemand draufhaut. Also das ist ja eine Stimulation dann wahrscheinlich des Nervensystems. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das? Oder welche Theorie haben Sie? Ja, genau. Die Theorie oder das Konzept ist folgendes. Also erstmal muss man sagen, diese Stufe 1 ist die Stufe, die unser Kollege Walter Schmidt entwickelt hat in den USA schon vor sehr langer Zeit. Ich kann gar nicht sagen, wann das war, aber muss so in den 80er Jahren gewesen sein. Also das war das Fragment, was es gab und mit dem die gearbeitet haben. Und Becker und ich haben das auch so gelernt und haben dann damit angefangen weiterzuarbeiten, haben aber schnell gemerkt, dass das nicht reicht. Also das ist so, kann man machen, ist okay, aber reicht so nicht. Das Prinzip. Was meinen Sie mit reicht so nicht? Man entdeckt einige Injuries nicht oder kann nicht alle behandeln? Sowohl als auch. Also Sie kommen mit dieser, Sie kriegen diese Injury höchstens an der Oberfläche so ein bisschen runter, was auch okay ist. Aber darunter geht es immer noch weiter. Und das würde jetzt den Rahmen zu sprengen, zu beschreiben, wie merkt man das. Aber Sie haben ganz viele Injury-Muster noch im Körper, die auf diese Stelle auch verweisen. Und woran Sie dann sehen können, dass das hat einfach nicht viel gebracht mit dem Fuß oder auch mit dem Nicken vom Kopf. Und von da aus ist es weitergegangen. Und diese Injury-Stufe 2 war dann war die direkte Folge. Dann sind wir angefangen, damit zu arbeiten. Und das hat sich dann eben in den letzten 23 Jahren oder wie lange das jetzt ist, ist das immer more sophisticated geworden. Also es ist immer genauer geworden, klarer, sodass wir heute Behandlungsabläufe haben, also diagnostische und Behandlungsabläufe haben, die weit über diese Stufen hinausgehen und die auch schon wieder nicht mehr viel zu tun haben mit dem, was Sie vielleicht noch kennengelernt haben als Injury 2,
Also es gibt ja mittlerweile Injury 3 auch. Ach so, jetzt warten Sie mal. Also, was Sie machen, ist nicht Injury 3, sondern ist dann schon Injury 3 Update. Oder wie kann Ja, ich. naja, wir haben ja die Injury-Stufe 2, haben wir auch erheblich erweitert, was nicht Eingang gefunden hat in die Standard-Curricula der DGAG im Aha, Unterricht, weil es da ja geht, es ja um Applied Kinesiology und auch die ganze Bandbreite der Applied Kinesiology mal kennenzulernen und damit arbeiten zu können. Das ist ja der Sinn der DGAG-Kurse. Ne? Dann gibt es daneben ja noch die Injury-Kurse, die wir dann machen als Sonderkurse, wo es dann nur um die Injury geht. Die sind natürlich sehr viel größer vom Inhalt her. Und da geht es dann um diese anderen Stufen noch, die dann kommen. Und die Injury-Stufe 2 im DGAG-Curriculum, die ist schon, sagen wir mal, sehr basic auch. Ne? Also da ist das, was wir machen, geht also weit über das hinaus. Na, was wir heute so machen können und Also machen wenn ich werden. da jetzt ein Arzt bin und ich will mich von Ihnen ausbilden lassen, wie viele Stunden ist so ein Kurs? Dass man mal das so. Naja, es ist ja so, wir machen es im Moment so, dass die Kursteilnehmer erstmal so ein Basisausbildung in der AK haben sollten, Muskel testen können und so weiter. Also ein bisschen eine Idee haben, um was es geht. Und dieses Basiscurriculum umfasst ja vier Kurse, ne, die man dort machen kann. Und danach kommen die Injury-Kurse 1, 2 und 3 und die gehen jeweils Freitagmittag bis Sonntagmittag. Ne? Und dann haben wir noch ein Also es Injury-Hospitations. ist schon ein längeres Programm, ne? Das lernt man nicht einfach mal so in einem Nee. Vierteljahr, ne? Nein, dafür ist es zu komplex. Weil Sie Ja. müssen überlegen, wenn Sie Leute haben, die wirklich hochkomplexe Krankheitsbilder haben und so weiter, also da, das kann, können Sie nicht in einem Wochenendkurs mal eben so machen. Das geht Ja, nicht. ja. Ne? Also ich würde das nochmal gern rausarbeiten mit diesen, also wir haben jetzt, also ich habe schon verstanden, ein Injury 1, 2, 3 und also oftmals gibt es auch schon noch Verknüpfungen von mehreren Stellen vom Körper zur Injury und man muss das irgendwie ganzheitlich lösen. So habe ich das jetzt verstanden. Ich Ja, versuche es zu sagen Sie. wiederholen. Ja, also es gibt ja jetzt praktisch Injuries, es gibt Störfelder. Also ich versuche das für mich nochmal zu wiederholen und Sie korrigieren mich einfach, ja. Also beim Störfeld, wie zum Beispiel bei meinen Mandelnarben, ist einfach die Sache so, dass die Mandelnarben in diesem Nervensystem ein Grundrauschen verursachen, wie so ein Störsender. Ne? Indem, dass sie eben Nervenimpulse irgendwie durcheinander bringen und an ganz anderer Stelle zum Beispiel die Muskulatur im Nacken vielleicht nicht mehr so gut angesteuert werden kann. Ja? Bei einer Injury ist es so, dass praktisch, da geht es eher so um Gefühle, die gespeichert sind? Nein. Das kann ein Epiphänomen sein, eine Injury, klar. Ist häufiger mal so. Aber der Unterschied ist eben, dass die Injury ist eine körperliche Traumamanifestation. Das heißt, die ist ein Thema im gesamten Körper und kann im gesamten Körper, also hat viele Symptome gleichzeitig. Und das ist genau das, was ich meinte mit der Injury-Stufe 1. Da, bei der Injury-Stufe 1, wenn man die so klassisch gemacht hat, wie wir das gelernt haben von Walter Schmidt, hat man sich auf genau ein Symptom reduziert, nämlich das Anfassen dieser Region oder das Überstreichen der Manifestationsregion und dann den Fuß komprimieren. So. Und wenn das weg war, haben die gesagt, na Ist weg. wunderbar, jetzt ist die Injury weg. Ja. Ja, ist das denn so? Und das Fußphänomen ist weg. Ja, soweit richtig. Ne? Aber ist das körperliche Traumamuster damit erledigt? Desgleichen war es eben, wenn zum Beispiel die Neuraltherapeuten haben ja sehr viel Narben eben auch unterspritzt, mit Prokain zum Beispiel. Ja. Und wenn die Narbe dann keine Therapielokalisation mehr gezeigt hat, das heißt selber keine Störung mehr feststellbar an der Narbe, da haben die gesagt, jetzt ist die Narbe entstört. Ja, sicher, also aber häufig wirklich nur in dieser Hinsicht, dass die Narbe selber an der Stelle jetzt nichts mehr macht. Aber wenn diese Narbe gleichzeitig mit einer Injury gekoppelt ist, also eine Injury macht, eine körperliche Traumamanifestation macht, dann findet man, wenn man denn sucht,
an vielen anderen Stellen des Körpers immer noch Dysfunktionen, die immer wieder auf diese Narbe verweisen und die sagen, nee, die Narbe testet zwar nicht mehr, aber in Ordnung ist. Aber ich kann jetzt den Muskel nicht so ansteuern, weil ja da die Narbe ist und da gibt es, genau, ja, oder, so, genau, so, oder, okay. Genau, und sobald okay. man an der Narbe zieht, zum Beispiel, wenn es jetzt eine Blinddarmnarbe ist und Sie machen Bauchmuskeltraining im Fitnessstudio oder so, dann steigen diverseste Muskeln aus, wenn es denn so ein Traumamuster ja. trägt. Ja, okay. Okay, also ein Unterschied, glaube ich, ist ja auch noch, jetzt ein Störfeld kann man einfach direkt testen. Man langt in dem Fall halt die Mandelnarben an oder die Mandeln genau. und man reagiert mit Schwäche. Ein Trauma, da kann man nur indirekt messen und das ist für mich immer, ja, ich muss das Wort wieder, es ist schon ein bisschen freaky, wie indirekt das dann getestet wird und wie man dann die Verbindungen zieht, eben wo dann die Injury ist. Das ist schon wirklich spannend, wenn man sowas erlebt und wenn man es das erste Mal gemacht hat, dann hat man ein paar Stunden zum Nachdenken. Ich komme nochmal auf die Muskeln, auf die Muskeln, sondern auf die Nerven zurück, die ja oftmals die Verdächtigen sind bei der Kopfgelenksinstabilität. Und wir haben ja da auch, meine Frau, die hat ja auch eine kinesiologische Ausbildung. Wir haben auch schon ein paar aus der Selbsthilfegruppe da gehabt, um mal versuchen, irgendwie Verbindungen aufzuzeigen. Und was bei uns immer getestet hat, ist, wenn man hier testet, an der Stelle, ja, also bei drei von vier haben die da getestet mit Schwäche. Das ist jetzt keine Injury, Aber dann haben wir hier diese Medikamente gekauft, ja, zum Beispiel Glossopharius, Vagus, ne, weil es ja immer geheißen hat, es ist der Nervus Vagus, der da betroffen ist, sind ja auch Vagus-Symptome, Schweißausbrüche, Angststörungen habe ich, ne? Herzrhythmusprobleme, sagen sie alle Vagus-Themen, na gut, Vagus und Sympathikus, das ist ja die gleichen sich ja aus, also kann es ja auch das andere sein. Und was bei mir und bei allen getestet hat, ist nämlich nicht der Vagus, sondern der Sympathikus. So, also wenn ich jetzt hier so Präparate teste, das ist jetzt hier WADA D30, dann habe ich eine Verletzung, aber keine Injury, wobei Injury eigentlich Verletzung heißt. Ich habe nämlich anscheinend dann hier tatsächlich eine Verletzung des Sympathikus, ne? Oder wie ist Ihre Interpretation, wenn ich jetzt hier dieses Medikament teste, also, auf diese Stelle? Ja, nein, also sagen wir so, ich versuche möglichst nicht mit solchen Nosoden zu testen. Manchmal kann ich es nicht vermeiden, dann tue ich es auch. Aber ich bin eigentlich jemand, ich denke immer im direkten Zusammenhang, das bedeutet, ich versuche das immer möglichst direkt darzustellen. Also das heißt, indem ich direkt irgendeinen Challenge mache, also das heißt irgendeine Provokation durchführe und so weiter. Also das nur als Vorbemerkung und ich kann das ja gleich nochmal ausführen, wenn wir über die einzelnen Hirnnerven sprechen, wie wir das machen oder wie wir vorgehen. Also zunächst mal, es ist das gleiche Prinzip wie das, was ich vorhin dargestellt habe mit dem Stabilisationstest, im Stand. Das heißt, wir suchen uns irgendwas, was nicht in Ordnung ist und was eine hohe Bedeutung hat für den Organismus. Und dann gucken wir, wo im Körper finde ich da eine korrelierende Region. So, und wenn ich diese Region finde, dann muss ich klären, was ist an dieser Stelle. Entweder da ist eine Entzündung oder ein Schnitt oder sonst irgendwas oder eine entzündete Mandel oder ist da eine Injury hinter? Also ist das eine Repräsentation eines Injury-Musters? Das entscheidet sich daran, ob ich das einfach so finde oder nicht finde. Weil bei der Injury ist es häufig so, ich hab einen Befund, der eine hohe Bedeutung hat, suche im Körper, womit korrespondiert das? Und finde eben diese Stelle. Und die Stelle selber zeigt gar nichts, wenn ich das alleine untersuche. Da passiert gar nichts. Dann kann ich mir schon sehr sicher sein, dass das eine Injury-Stelle ist, also dass dahinter so ein körperliches Traumamuster liegt. Und dann muss ich eben anfangen, das runterzuschaufeln, bis ich da dran bin und es auseinandernehmen kann. So, wenn Sie diese TL oder diesen Kontakt nehmen hier oben im Querfortsatzbereich oder Massa Lateralis vom Atlas, das kann ich bestätigen, das kommt sehr häufig, finde ich auch häufig. Ich benutze das aber immer dann als Einstieg. Und das heißt, ich ärgere
ärgere diese Stelle ein bisschen. Irgendein Muskel wird durch den Stress, den ich da auslöse, wird ein normaler Muskel schwach. Und dann gucke ich, finde ich irgendwo im Körper eine Stelle, die mir diesen Stress egalisiert. Und dann geht es von da aus weiter. Also das heißt, die Stelle selber am Hals, die wäre für mich gar nicht so interessant. Die würde ich nur als Vehikel benutzen, weil ich weiß, Okay. jetzt zum Beispiel mit Ihrer Geschichte, das ist was sehr wichtig ist für Sie, was also eine hohe Bedeutung hat. Und wunderbar, und das ist genau das, was ich suche. Ne? Und dann mende ich mich durch von dieser Okay. Stelle aus. Also es ist nicht so, ich muss die Frage nochmal wiederholen, weil wir philosophieren viel, ja. Wenn ich das hier teste, weil darunter liegt ja auch das sympathische Ganglion, dass das sympathische Ganglion geschädigt ist und dass ich das einfach neuraltherapeutisch anspritze. Das ist nicht so. Also ich wiederhole es einfach nochmal. Ich meine, Sie haben es schon gesagt, ich habe es verstanden. Aber das war für mich jetzt das Naheliegendste. Ich meine, wir haben uns die Strukturen hier ganz genau angeschaut auf dem Kanal schon, ja. Und es gibt auch Leute, die haben sich neuraltherapeutisch mit ganz langen Nadeln hier schon alles, was man Ganglien haben kann, stechen lassen. Da ging es auch um das Thema Tinnitus. Aber war jetzt bei keinem jetzt der Durchbruch mehr mit dieser Neuraltherapie. Ja. Nein, für mich ist es einfach so, ich suche erstmal im ganzen Körper. Manchmal ist es ein bisschen schwer zu finden, wo diese Stelle dann ist. Das kann manchmal etwas schwierig sein. In der Regel, also ich würde mal so geschätzt sagen, 70% oder so, ist das kein Problem. Man hat ja auch eine Krankengeschichte, man weiß ja, was weiß ich, was haben die an Operationen, Frakturen etc. gehabt. Und manchmal ist es eben auch so, dass sie es nicht wissen oder sie haben das so verdrängt, dass sie nicht, dass sie gar nicht darauf kommen. Also ich erzähle an der Stelle immer gerne die Geschichte und die stimmt wirklich von dem Patienten, der zu mir kam. Ich weiß gar nicht mehr, was der für Beschwerden gehabt hat. Und ich behandle die Leute gerne angezogen, also ich lasse sie nicht vorher ausziehen. Und dann hatte der eben auch so einen Schlüsselbefund, nennen wir das, oder Kernbefund, ist in unserer Sprache, also sowas, oder der Stabi-Test zum Beispiel ist auch ein Kernbefund, etwas, was eine hohe Bedeutung hat. Und dann habe ich angefangen zu suchen und dann habe ich hier die Stelle an der Pectoralis-Bereich gefunden, an der Brust. Und dann dachte ich, ja gut, er hatte nichts in der Anamnese. Ich hatte ihn ja So eine Narbe gefragt, haben wahrscheinlich. Haben Sie mal Operationen gehabt, besondere Ereignisse, schwere Unfälle? Nein, 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 nein. So habe ich das gefunden. Dann habe ich zu ihm gesagt, naja, was auch immer das hier ist, aber das hat viel mit Ihren ganzen Beschwerden zu tun. Die kommen daher, vielleicht hat da mal ein Virus ihr Rippenfell gereizt, ich weiß es nicht. Aber diese Stelle ist es. Und dann, daraufhin sagte er, ach, diese Stelle, ja, nee, da habe ich diese Schussverletzung gehabt. Aber da steckt viel drin, also auch über das Wegpacken. Ne? Also was ich vorhin gesagt habe, der Körper versucht das zu kompensieren und packt da Schichten drüber und Schichten drüber. Und er weiß es wirklich nicht. In dem Moment, wo ich ihn frage, hatten Sie mal besondere Ereignisse, Verletzungen, Operationen? Aber in dem Moment, wo ich ihn sage, an dieser Stelle ankert Ihr Problem. Ne? Und dann sagt er, ah, ja, gut, da hatte ich diese Verletzung. Ne? Also auch diese Bagatellisierung. Das gehört alles mit dazu, zu diesem Traumading. Und das ist natürlich ein krasser Fall, aber im Prinzip läuft es so mit der Injury-Technik. Es läuft nicht so, ich gehe hier hin und mache hier die Injury-Technik. In den wenigsten Fällen. Okay. Jetzt haben wir es schon ein bisschen angesprochen, die Nerven. Also bei unserem Vorgespräch hatten Sie ja gesagt, man kann ganz klar eine Verbindung ziehen zwischen einem Traumata auf einem Hirnnerv und Muskeln, hier uns insbesondere im oberen Halsbereich. Sie hatten den Glossopharyngeus angesprochen. Ich glaube, der hatte eine Verbindung jetzt zum Trapezius, oder wie sind da die Verbindungen? Nein, also erstmal muss man sagen, also ich könnte an dieser Stelle mal dir zeigen, aber das mache ich jetzt nicht, weil Ihre Zuhörer oder Zuschauer sind ja gut im Thema. Also das brauche ich jetzt nicht zu machen. Also zunächst mal, wenn man in Muskelketten denkt, und das tue ich ja, also wenn man in Muskelketten denkt, dann ist ja klar, dass die ganze Muskulatur des Gesichts und auch vom Hals, Nacken bis durch unten zu den Achillessehnen, also die hintere Kette, dass das alles miteinander in Verbindung steht. So. Und wenn mein Thema Stabilität der oberen Halswirbelsäule ist, ist mein Thema automatisch auch Muskelkette. Also Der ganze Körper.
Ja, genau. Der ganze Körper. Aber Ja. wenn ich etwas kleinteiliger Ja. reinzoome, Ja. dann auf jeden Fall erstmal die Kette. Auf jeden Fall nicht der einzelne Muskel, der Nein. hier oben Ja. irgendwo ist. Ne? Ja. Das wollte ich damit sagen. Ja. Also da muss ich immer überlegen, wo geht es nach oben weiter, wo geht es nach unten weiter, wo geht es vorne weiter, wo geht es rechts weiter, wo geht es links weiter. Ne? Also das ist ja so das Raster, auch wie ich eben auch denke. Und in dem Zusammenhang kommt ja dann als erstes mal der Kiefer auch in den Fokus, so wie Sie es vorhin gesagt haben. Das ist extrem wichtig. Also wenn es da schon Schwierigkeiten gibt, dann kann man auf jeden Fall, sollte man dann überlegen, wie man damit umgehen kann oder was für Optionen man da hat an der Stelle. Und dann muss man eben nochmal überlegen, welche Kräfte werden jetzt nach hinten übertragen. Natürlich innerviert der Hirnnerv 11, der Accessorius, den Sternocleidomastoid und auch den Trapezius. Das ist klar. Also dafür ist der Hirnnerv sehr wichtig. Aber 40% unseres Gehirns sind mit Sehen beschäftigt. Auch das ist extrem wichtig. Ne? Wenn wir da Schwierigkeiten, und das ist ein Hirnnerv, Nervus opticus, ne? Dann haben wir, oder ist das ganze Kieferthema davon abhängig oder spielt zumindest auch sehr stark da rein, wie funktioniert der Schluckakt, wenn die Person schluckt oder isst, wie werden da Kräfte übertragen, wie geht das nach hinten weiter? Wie geht es nach oben weiter? Und das sind dann Hypoglossus und Glossopharyngeus zum Beispiel. Aber auch die ganze Muskulatur, Nervus facialis, auch die Sensibilität, Trigeminus und so weiter. Ne, Vestibulocochlearis, Hören, wir haben vorhin kurz Also die Tinnitus ganzen gehabt. Symptome, die Sie angesprochen haben, haben wir. Also wir haben auch viele, die haben Schluckbeschwerden. Ja. Ja. Wir sagen halt immer, das liegt an der Nervenirritation. Das liegt halt daran, weil da hinten irgendwas wackelt und die Nerven quetscht. Das wäre eine Möglichkeit. Also das ist ja nicht falsch. Also das ist genauso, ich denke genauso. Ne? Also ich analysiere auch immer in diesem Raster, dass ich halt sage, okay, wo kommt die Innovation her? Was ist da? Aber was gibt es noch für andere Möglichkeiten? Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf das körperliche Traumamuster, dann müssen wir noch einmal ganz kurz darüber sprechen, wie werden eigentlich Traumata vom Gehirn jetzt verarbeitet? Also wie geht das da? Und da spielt zum Beispiel der Vagus eine enorm große Rolle. Das hat ja auch in der ganzen Traumatherapie nochmal einen richtigen Schub gegeben, die Polyvagaltheorie, die Stephen Porges veröffentlicht hat oder propagiert. Also der sagt mal ganz kurz zusammengefasst, ja, es gibt noch ältere Anteile vom Vagus. Der Vagus ist nicht nur Vagus, sondern der hat einen jüngeren, entwicklungsgeschichtlich jüngeren und älteren Anteil. Und die Anteile des ventralen Vagus, also des vorderen Vagus, die sind sehr wichtig, um uns auch in unserem sozialen Umfeld zu schützen und zu stabilisieren und haben auch ganz viel mit unserer Mimik zu tun und haben ganz viel mit unserer sozialen Kommunikation zu tun. Und das ist auch eine ganz große Funktion des Vagus. Und darum sagt er, sei es auch so, dass zum Beispiel schwer traumatisierte Menschen auch häufig eine mimische Starre entwickeln. Das stimmt auch. Also das kann ich bestätigen vom Ja, Patienten. genau. Oder auch, dass die Augenmuskeln eingefrieren, dass die Genau, Augen nicht mehr bewegbar sind, ganz ne? genau, ganz Ja, genau. Und ja. dass sie so eine Hypomimie, sagt man dann, also Ja. so eine mimische Starre entwickeln. So, und das heißt, in dem Moment, wo wir in dem Thema Traumaspeicherung sind, sind wir automatisch in dem Thema Vagus und Hirnnerven. Und so rum kann es eben auch funktionieren. Und wenn wir jetzt zurückkommen zu der Schussverletzung oder dem Blinddarm oder dem Knie, was egal ist in dem Zusammenhang, dann ist für mich per se schon interessant, unabhängig von den Symptomen, die jetzt so ein Patient hat. Aber ich weiß, das mache ich genauso, wenn zum Beispiel Patienten eine Kieferorthopädie bekommen sollen oder Unterkieferorthopädie sind, dann kläre ich auch diese ganzen Hirnnerven durch, weil sonst weiß der Kieferorthopäde am Ende nicht genau, wie die Kontakte sein müssen, weil es immer hin und her schwankt. Also das gehört bei uns auch dazu in dem Zusammenhang. Aber dann weiß ich zum Beispiel beim Kopfgelenkspatienten, ja klar, sind die Hirnnerven wichtig. Wenn ich jetzt den Blinddarm gefunden habe mit dem Stabi-Test oder wie auch immer, dann prüfe ich unter Aktivierung der Blinddarmnarbe die Hirnnerven durch.
Ne? Das heißt, ich mache Challenges und provoziere diese Nerven, indem ich die bewegen lasse. Und häufig kommt es dann zu einem rapiden Stressanstieg. Und durch die Beteiligung des Vagus und Kampf- und Flucht versus Erstarrung, also Kampf- und Fluchtreaktion, Sympathikus, Erstarrung ist eine Vagusqualität. Wenn wir daran zurückdenken, ist natürlich auch ganz klar, dass diese Patienten, die so ein Traumamuster haben, auch sehr häufig eine Störung der vegetativen Balance haben. Ne? Und auch da, ne, gilt wieder, was ich eingangs gesagt habe. Ich versuche erstmal dieses große Bild wieder in Ordnung zu bringen und damit zu arbeiten und zu gucken, wie kriege ich die vegetative Balance wieder installiert sozusagen oder reinstalliert. Ja. Und danach zoome ich rein auf die kleineren Teile und gucke, was kann ich dort tun. Also vegetative Balance, ich habe letztes Mal ein Video gebracht über Herzfrequenzvariabilität, wie man die genauso, wie man die einfach messen kann, selber, also kostenlos mit dem Brustgurt. Also ich bin, glaube ich, von der Herzfrequenzvariabilität, glaube ich, habe ich ein Alter von 130. 30? Ich war nicht in der Tabelle drin. Sie sind drin. 28, oder? Also da habe ich tatsächlich irgendwas. Aber wie machen Sie dieses Reiz der Nerven? Also sind es zum Beispiel das Thema Augen? Das war bei mir ein Thema. Das hat ein Orthopäde gemacht. Ich musste da der Hand folgen. Und dann hatte ich bei ihm auf dem Behandlungstisch einen Zusammenbruch. Ja. Er hat dann eben diagnostiziert kein Injury, sondern hat gesagt Winkelfehlsichtigkeit, und die Winkelfehlsichtigkeitsbrille hat mir auch geholfen. Ja, also ich konnte wieder raus, also ich konnte hier nicht mehr rausgehen, weil ich, also es war alles verschwommen. Mhm. Also die Winkelfehlsichtigkeitsbrille hat mir geholfen, und wir haben kinesiologisch getestet, dass ich die auch brauche. Da gibt es ja auch viele Philosophien. Mhm. Jetzt hier habe ich wieder eine normale. Genau, also aber da könnte auch ein Trauma drunter liegen oder könnte immer noch sein bei mir. Ja, also Augen, mit Augen würde ich persönlich nicht unbedingt anfangen, mit so einem Test. Okay, aber irgendwas, was Sie uns nochmal so das begreifen, also wie testen Sie jetzt zum Beispiel einen Nervus vagus, wie reizen Sie den? Also Nervus vagus, der kommt ja aus der Schädelbasis raus, läuft dann nach unten bis zum Zwerchfell und von da aus in die Eingeweide. Also ist ja ein ganz wichtiger Nerv auch für den ganzen Bauchraum und den Organbereich. Genau. Ja. Wenn ich jetzt den Nervus vagus testen möchte, dann ärgere ich den in der Regel dadurch, dass ich die Patienten ein sogenanntes Valsalva-Manöver machen lasse. Das heißt, pressen. Das heißt, Luft anhalten und pressen. Das ist Verstehe ich. Ich meine, ich habe ja bei der Herzfrequenzvariabilität habe ich ja auch diese Atemübungen, wo sich dann die Herzfrequenzvariabilität anpasst. Und das ist ja praktisch eine Vagusaktivität, die Entspannung. So ist es. Genau. Und da kann ich mir das gut vorstellen. Okay, also man macht das praktisch über Reizungen manuell, Atmen, Augen, und jeder Nerv hat einen anderen Trigger, verstehe ich. Und wenn das dann anspringt, weil wir hatten im Vorgespräch, hatte ich das so abgespeichert, dass auch ein Injury im Nerv sein kann. Also dass zum Beispiel das nicht. Nein, das, da haben wir uns falsch verstanden. Also kann ja mal alles sein in der Medizin und im Leben, aber nein, üblich ist das nicht, nein. Aber der Nerv ist praktisch irritiert, da ist ein hoher Störimpuls auf zum Beispiel dem Vagus, was durch ein Injury erzeugt ist. So ist und ich es. kann also ich kann praktisch dadurch jetzt diagnostizieren, ist dieser Störimpuls auf dem sympathischen Nervensystem, auf dem Vagusnerv, auf dem Glossopharyngeus und sonst noch. So, und wenn ich das eingegrenzt habe, dann habe ich einen Zwischenschritt, um zu sagen, wo ist die Ursache. Ja oder nein, ich im Grunde ist es so, ich habe im ersten Schritt, also Stabi-Test und so weiter, habe ich gefunden, gibt es überhaupt ein Injury-Muster, also ist das ein Thema, und zweitens, wo ankert das, also wo zeigt sich das auf der Körperoberfläche, also man findet fast immer einen Bereich der Körperoberfläche, wo das ist, und ich meine, viele Menschen kennen solche Phänomene, dass sie sagen, ich bin am Bauchnabel total empfindlich, nicht anfassen oder so, ne? Also Ärzte kennen sowas vom Patienten oder andere Hautbereiche, die eine andere Qualität haben als einmal so. Das ist so ein Ankerbereich häufig so. Jetzt habe ich einen schwachen Stabi-Test und finde, wenn ich meinetwegen die Schusswunde hier überstreiche,
Es geht er plötzlich. Warum ist das so? Weil ich für einen Moment das Signal, was von hier kommt, vertäube durch das Reiben. Das ist das Gleiche, wenn ich mich am Türrahmen stoße und ich reibe mir über meinen Ellbogen rüber. Ne? Menschliche Reaktion ist ein Manöver, um nozizeptive, also schmerzgeleitet, also über Schmerzbahnen geleitete Signale auszuschalten. Darum machen wir das, wenn wir uns stoßen und reiben uns über die Stelle, die uns wehtut. Ein Injury-Muster sendet von dem Bereich, wo sich das auf der Körperoberfläche manifestiert, sendet aus diesem Bereich auch über nozizeptive Bahnen, also schmerzleitende Bahnen. Und ohne dass es wehtun muss. Das muss auch Aber dann ist keine. es eigentlich fast identisch wie ein Störfeld, nur es ist Nein. anders diagnostizierbar. Nein, also nein, der Unterschied ist, also auch ein Störfeld kann entfernt liegen von seiner Symptom, hat aber in der Regel nur eine Symptomebene und vor allen Dingen ist keine Traumamanifestation. Das heißt, die ganzen Features, die Sie bei einer Injury finden, finden Sie beim Störfeld nicht. Und Störfeld hat auch meistens, macht eine Therapielokalisation, sobald Sie das berühren, auch in der Regel sehen. Okay, Ne? okay. Und das tut ein Injury-Muster nicht. Das heißt, wenn ich bei dem Mann einen normalen Muskel teste und bitte ihn, diesen Bereich zu berühren, wird er überhaupt nicht schwach. Also das heißt, ich suche von schwach nach stark, immer, von schwach nach stark. Ich habe irgendwas Schwaches und gucke, wo wird das stark. Ich lasse den Vagus provozieren, der Muskel wird schwach, ich gucke, wo wird der stark. Wo muss ich hin, damit der stark wird? Ich lasse den vier Kniebeugen machen, alles bricht zusammen. Dann ich suche, wo wird das auf. Wenn das zum Beispiel und die Bedeutung fürs tägliche Leben ist eben die, wenn sagen wir jetzt mal ein Patient mit einer Knie-Injury, also nach einer Fraktur oder nach einem Unfall oder sonst was, der hat ein Injury-Muster, was auch den Vagus mit einschließt von diesem Knie aus, dann wird das so sein, in aller Regel, wenn der Patient einfach so da sitzt. Ich mache den Vagus-Challenge, entweder indem ich das da berühre oder den Valsalva-Test, da passiert gar nichts. In dem Moment, wo ich den Test wiederhole und lasse den das Knie bewegen, ist er weg. Ne? Und das ist so ein Unterschied. Das heißt, ich suche erst dieses Muster, diese Region. Und dann provoziere ich nacheinander die ganzen Injury-Qualitäten. Und also wir vergleichen das immer so als Metapher ein bisschen mit einer Krake, die so viele verschiedene Arme hat, die sich in viele verschiedene Systeme verzweigt. Und das können auch biochemische Systeme sein. Also es gibt ja Leute, die zum Beispiel, ich weiß nicht, 50 verschiedene Unverträglichkeiten haben und so weiter. Auch das können Injury-Features sein und mit einer bestimmten, in diesem Beispiel mit dem Knie zusammenhängen. Und dann prüfen wir diese Bereiche ab und genauso prüfen wir die Hirnnerven einmal durch, 1 bis 11, und dann gucken wir mal, was passiert. Und wenn wir dann was finden, auf das Knie reagiert, also das heißt mit Bewegung des Knies dann dysreaktiv wird, dann wissen wir, das ist ein Injury-Feature und behandeln das inzwischen. Und dann behandeln wir jeweils diese Ebene, die wir gefunden haben. Das heißt, wenn ich finde, der Glossopharyngeus ist raus, behandle ich das sofort in dem Moment, wo ich es finde und mache weiter. Und dann finde ich noch einen anderen und sofort behandeln und so weiter. So funktioniert das im Prinzip. Okay, jetzt haben Sie heute früh einiges an Folie noch vorbereitet. Ich weiß gar nicht, haben wir das so gecovert oder hätten Sie jetzt was, wo Sie sagen, Mensch, das müsste ich jetzt unbedingt noch zeigen? Ich glaube, das ist aber auch klar geworden, die 12 Hirnnerven, Ja. die Also wir die haben. Hirnnerven haben wir auch schon vorgestellt. Gibt es ein Ja, eigenes Video hier auch? ja. Jetzt nicht 12, weil wir Ja, haben jetzt eigentlich gedacht, nur die ganz nah da vorbeigehen, sind immer die Verdächtigen. ja. Ja. Also in unserer Welt muss immer manuell irgendwas hin und her schwanken, aber die Welt haben sie jetzt doch ordentlich ins Schwanken gebracht. Also, aber jetzt für mich noch einmal. Also ich verstehe tatsächlich, also Injury Recall sollte eines der ersten Sachen sein. So, oder was ist eigentlich der erste Weg, wenn man Symptomen leidet, geht man dann erst zum Atlas-Therapeut. Atlas-Therapie machen sie auch. Also ich Was wäre so würde, Ihre Empfehlung nochmal? ja, also meine Empfehlung wäre erstmal ganz klar,
die Pathologie auszuschließen und Pathologie abzuklären. Das ist immer das Erste. Ne? Und das heißt, wenn dann, also das habe ich ja auch schon erlebt, dass Patienten kommen und die haben dann doch eine alte Fraktur da drin oder so. Das sollte man mindestens wissen. Ne? Also das würde ich immer empfehlen, dass man dort ein MRT macht und sich das nochmal anguckt. Und dann ist für mich, steht, also mache ich sowieso erstmal das, was ich tun kann. Und das, was ich tun kann, ist natürlich nach Injuries zu gucken. Ist klar, ist, also genau. Wie ist muskuläre Stabilität und so weiter, so wie ich es geschildert habe. Ja. Dann gucke ich nach, ob es sowas gibt, schaue, ob ich die auflösen kann, beziehungsweise da runterkriege. Und dann ist Kiefer natürlich ein sehr wichtiges Thema, wie wir es ja schon mehrfach hier angesprochen haben. Und dann käme die Frage, was macht man jetzt damit? Na, es ist ja auch nicht immer die beste Idee, gleich eine Kieferorthopädie zu beginnen oder sowas. Also häufig. Die Schienentherapie meinen Sie, ja, oder? Auch das kann man machen, aber häufig, ja, kann man ja erstmal versuchen, mit Bordmitteln klarzukommen und Muskelbehandlung von den Kiefermuskeln da durchzuführen und eben auch wieder mal die Hirnnerven zu testen. Ne? Und dann zu gucken, was bleibt übrig, denn nicht jeder, der einen Fehlbiss hat, hat dadurch auch ein Problem. Ne? Und wenn man dann feststellt, ja, das funktioniert doch nicht so ohne eine Intervention von zahnärztlicher oder kieferorthopädischer Seite, okay, dann los. Ne? Machen wir auch viel. Wir arbeiten viel mit Zahnärzten und Kieferorthopäden zusammen und haben viele Schienenpatienten, tun wir auch. Aber wir versuchen immer erstmal das zu tun, was wir tun können. Ne? Kleinstmöglicher Aufwand für die Patienten. Ne? Und jetzt bei Ihrer Schienentherapie ist es auch so, dass Sie praktisch erst die Patienten dann nochmal einstellen und dann praktisch fast örtlich zusammen beim Zahnarzt dann im Biss genommen wird? Oder wie läuft das? Nö. Das machen wir so nicht. Also erstens muss ich dazu sagen, dass der Zahnarzt, mit dem wir zusammenarbeiten, auch gleich um die Ecke ist. Also wir haben ein sehr, sehr enges räumliches Verhältnis. Ja. Und wir haben ja auch eine sehr gute Kommunikation. Also das machen wir nicht. Es ist ja so, wenn man das hinkriegt, dass die Patienten, dass der Zustand der Patienten, und ich benutze bewusst das Wort Zustand, also wie sind die konfiguriert, wenn man das erstmal ein bisschen aufbaut und besser macht, dann steigt auch die Toleranz der Patienten für Stress, für Abweichung. Und dann hat man auch nicht das Problem, dass jeder kleine Kontakt, so der nicht an der richtigen Stelle ist, sofort ein Riesenproblem macht. Ne? Ja. Und das ist eigentlich unsere Strategie, die wir fahren, dass wir sagen, wir behandeln die erstmal ein paar Mal und versuchen, die so ein bisschen vom Rand wegzuholen. Und dann gucken wir uns das in Ruhe an und dann machen wir das mit der Schiene und dann testen wir die Schiene nach, wenn die dann kommen. Und über das Schienenmodell erzielen wir vorher Einigkeit, wie das sein soll im Prinzip mit den Zahnärzten oder Kieferorthopäden. Und wenn die dann wiederkommen, dann testen wir zum Teil auch die einzelnen Zähne und Kontakte, wie die belastet werden, in welche Richtung die belastet werden und welche Kontakte verändert werden müssten und wohin sie verändert werden müssen. Also wir sind schon relativ dezidiert. Ja, das ist auch notwendig bei einer CMD. Also ich hatte auch also ich muss nochmal anfangen, ich habe gewisse Erfahrungen mit CMD. Ich habe 3 Versuche gebraucht, bis die Schiene gepasst hat. Mhm. Und es ist viel Zeit und viel Geld. Und eigentlich eher das Thema Zeit, was wir nicht haben. Ne? Genau. Nee, deswegen die Nachfrage. Also wir haben gesagt, Injury Recall. Also Kiefer ist ganz, ganz wichtig. Okay, also versuchen dadurch die Statik aufzubauen. Muskeltraining oder? Ja, also dann, wenn es geht. Ne? Also das heißt, was oder worauf wir großen Wert legen, ist propriozeptives Training. Also das heißt, dass die Patienten Gleichgewichtsübungen machen. Und das ausbauen, also die eben Stellung im Raum und so weiter. Und das ist dann davon abhängig, wie stabil die wiederum sind, was sie an Training machen können. Und dann natürlich auch viel koordinatives Training, was eben auch daran anschließt oder ein Teil davon ist, koordinatives Training und dann erst Kraft. Ne? Mhm. Aber Kraft am Beginn und Kraft vor allen Dingen mit Nacken- und Halsmuskeln, nein. Ist schwierig, ja. Also ich werde da auch noch, ich habe da noch Zusagen auch von Ärzten, die eben dieses Tiefenmuskulaturtraining machen. Mhm. Ja, also ich sehe das auch für sehr wichtig, aber die,
ich sehe es, also in meiner kritischen Phase hätte ich es wahrscheinlich nicht machen können, weil wenn ich den Kopf irgendwie verbogen hätte, dann hätte ich starke Vagus-Symptome bekommen. Ja. Ja. Aber die haben ja auch ihre Erfolge. Also ist irgendwie ziemlich wichtig noch. Sie haben gerade noch gesagt, sensomotorisches Training. Also da gibt es ja eine eigene Webseite vom Dr. Kirwin in München mit dem Laserspin, wo man dann so einen Laser da oben drauf hat. Ich muss aber sagen, das haben einige bei uns schon aus der Selbsthilfegruppe probiert. Es war jetzt allein nicht der durchschlagende Erfolg. Aber das liegt wahrscheinlich auch darin, dass erst Injury-Muster auch gelöst werden müssten, bevor man dann mit so einem Training anfängt. Also, Das würde, ja, das würde ich vermuten, dass das so ist, weil manchmal ist, das erleben wir auch bei Leuten, die zum Neuroathletic-Training gehen oder sowas machen, manchmal ist es so, dass das praktisch das Injury-Muster provoziert und erst so richtig rausholt. Ne? Und wenn das dann rausgeholt wird durch solche Übungen und nicht aufgelöst wird, also nicht weiter verfolgt wird, kann das schon mal ein bisschen Probleme machen. Und das Gleiche wär mein Punkt beim Nacken, beim tiefen Nackentraining. Ich finde das auch wichtig und gut. Aber man muss immer den Zustand der Patienten sehen. Können die das schon? Genauso wie Sie es eben beschrieben haben. Ne? Wann ist der richtige Zeitpunkt, das zu tun? Und vor allen Dingen, haben die eine ausreichende muskuläre Führung und Stabilität, um das zu machen? Ne? Und dann profitieren sie auch davon. Also Beispiel, ich hab hier auch Sportler, die nach einer Beinverletzung also wirklich ein tolles professionelles Muskeltraining machen und da ja, die Muskeln aufbauen. Aber bei dem einen bleibt das eine Bein immer dünner als auf der anderen Seite, obwohl der trainiert wie verrückt. Und so viel er auch macht, das wird nicht erreicht, nicht wieder den Umfang vom anderen Bein. Woran liegt das? Aus meiner Sicht liegt es daran, dass er da immer noch ein Injury-Muster im Knie hat, was ihm die Muskeln runterreguliert. Und das kann man durch Quantität in dem Fall nicht Eben. überpacen. Das geht einfach nicht. Und deswegen finde ich, oder ist es unser Weg, zu sagen, wir gucken nach Injury-Mustern, versuchen die Ansteuerung wieder glatt zu stellen und dann ab ins Training, dann ist auch gut. Und ich muss das nochmal wiederholen, weil das ist ganz entscheidend für die Community. Weil alle immer noch glauben, okay, ich sehe jetzt am Upright MRT, da ist ein Band geschädigt, ja, aufgequollen, vernarbt. Und ich muss unbedingt dieses Band behandeln. Ja, da gibt es ja dann auch verschiedene Möglichkeiten. Ich kann über Stammzellen durch den Mund spritzen. Also, wie ist Ihre Erfahrung, auch wenn man Leute hat, die eine Instabilität sichtbar haben am Upright MRT oder beim Motion X-Ray? Weil da ist ja eigentlich dann eine Schädigung der Bänder da oder sind es die Muskeln? Also, jetzt drehen wir uns vielleicht noch ein bisschen im Kreis. Ich möchte das Video nicht wieder von vorne beginnen, aber man kann praktisch durch diese Behandlungen, Injury-Muster, muskuläres Training auch den Körper so weit hinbringen, dass er Bänder wieder glatt sieht und Bänder repariert. Weil ich hatte nämlich gehört, dass der Körper, wenn Bänderschädigungen da sind, die nicht repariert. Ja, sondern dass man eben über Prolotherapie einen Heilungsreiz setzen muss, damit er überhaupt merkt, da muss er was reparieren. Och, also dafür bin ich jetzt kein Experte, muss ich sagen. Aber ich erlebe Dinge. Also ich komme nochmal zurück auf den Christoph Grünewald aus dem Podcast, den Tennisspieler. Ja. Er hat über 15 Jahre ein Streckdefizit im Knie gehabt. Und das hat er jetzt nicht mehr. Ne? Ja. Ja, das ist natürlich auch noch lokal behandelt. Also jetzt in diesem Fall mit Stoßwelle nochmal, die Bänder und Gelenkkapsel. Also ich persönlich halte mich nicht so viel an Pathologie auf. Ne? Ich nehme das zur Kenntnis, frage, macht das jetzt einen Unterschied? Also ist das eine OP-Indikation oder sowas? Wenn das nicht ist, ist das für mich raus an der Stelle. Und dann versuche ich erstmal, was kann man machen, damit der Körper sich selbst repariert. Also ich zum Beispiel hatte als 18-Jähriger einen schweren Motorradunfall, mein Knie ist im Grunde ein Totalschaden. Aber ich habe immer, immer, immer darauf geachtet, dass das alles gut trainiert wird und gemacht wird. Ich habe bis zum heutigen Tag überhaupt keinen Funken Kniebeschwerden und keine Einschränkungen. Habe bis zu meinem 40. Lebensjahr noch als Innenverteidiger Fußball gespielt mit dem Knie und so weiter. Also da würden auch Leute sagen, wenn man, also ich weiß, als sie nach einem Skiausrutscher mich ins MRT geschickt haben, die haben eine Stunde gebraucht für den Befund. Haben gesagt, wir können es nicht glauben, dass
dass ihr Knie ist und sie sitzen hier mit überschlagenen Beinen und Blättern in der Bunden. Also von daher, es gibt viele Dinge im Leben und ich glaube, ich würde das, wenn ich jetzt Betroffener wäre, würde ich das so handhaben, dass ich erstmal die Sachen so machen würde, wie ich es beschrieben habe. Und wenn ich dann nicht zufrieden bin, würde ich das versuchen mit der Prolotherapie. Wieso denn nicht? Ja. Aber ich würde es nicht zum Dogma erheben. Also ich. Okay, ja. Ja, das ist auch nochmal ganz wichtige Information. Ich kann das auch nur beipflichten. Ich hatte ja auch links Hörstürze, wo die tiefen Töne komplett weggegangen waren über 7 Jahre. Hat auch jeder gesagt, die Nervenzellen sind tot. Ist auch wieder gekommen. Also der Körper kann viel reparieren. Das ist vielleicht nochmal das Positive. Yeah. Ja, jetzt die Frage. Natürlich will jetzt nach dem Video jeder mit Ihnen einen Termin machen. Super und Idee. So einfach ist es ja nicht, ne, bei Ihnen, weil Sie sind ja Ausbilder. Und von daher wollen wir nochmal schauen, wo man denn hingehen kann. Ja, genau. Also zu mir nicht. Also wir haben weit über ein Jahr Vorlauf. Ich versuche jetzt nochmal den Bildschirm freizugeben. Genau. Also was ich auch machen werde, Herr Dr. Brung, wenn Sie mir dann das schicken würden, wir haben ja eine Facebook-Selbsthilfegruppe, wo ich dann das Dokument dann auch in die Dokumente, gibt es ein Dokumentenverzeichnis, dann hochladen werde. Ja. Und ja, das ist gut. Und kann man sich das auch nochmal anschauen. Aber wenn wir es jetzt nochmal einblenden, weil vielleicht der ein oder andere nicht in der Facebook-Gruppe ist, weil er vielleicht auch keine Kopfgelenksinstabilität hat, sondern irgendwelche anderen Probleme. Ich glaube, in WhatsApp, in YouTube kann ich es nicht hochladen. Nee, ich habe jetzt, kann man das sehen? Ja, sehr gut. Ja. Okay, super. Das ist jetzt die Seminarseite Applied Kinesiology. Heute steht da und die Seite heißt ak-seminare.com. Und das könnten wir vielleicht in die Shownotes nochmal reinschreiben. Über diese Seite findet man schon auf der Frontseite, wenn man hier ein bisschen nach unten scrollt, über dieser Landkarte den Button EIAT Therapeutensuche. Und wenn man da drauf geht, kann man dann nach Ort oder Postleitzahl Leute und Ärzte, Therapeuten finden, die tatsächlich auch diese Injury Stufe 3 bei uns gemacht haben und also die erweiterte 2 plus die 3 und innerhalb der letzten Jahre eben auch einen Dreierkurs gemacht haben. Ja, also die sind eigentlich alle up to date. Super. Das wäre das. Genau, und dann, wie gesagt, nochmal Podcast, das würde ich auf jeden Fall auch verlinken. Ja. Ja, auch sehr interessant. Ja. Genau. Ja. Ne? Mensch. Ja, ist ein nicht einfaches Thema. Ich habe auch ein paar Mal nachgefragt. Ja, finde ich gut. Also und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe immer noch ein paar Fragezeichen. Und wenn man dann dort liegt und jemand macht das, dann sagt man wieder, ich kann es nicht glauben. Ja, aber vielleicht lernt man es jetzt oder kann man es jetzt ein bisschen besser verstehen, ne? Ja. Wenn man dann da liegt, also dass man zumindest die Idee hat, worum geht es jetzt. Aber es geht unserem Patienten natürlich nicht anders. Dadurch, dass wir das jeden Tag machen, machen wir das in unglaublicher Geschwindigkeit. Ja. Das dauert 15 Minuten, so eine Behandlung. Ja. Ja. Und das verstehen die natürlich auch nicht so richtig, was wir, weil wir wie ein Wirbelwind da durchgehen, durch die Hirne und was weiß ich alles. Das ist halt so. Aber wir erklären das immer gerne, wenn wir gefragt werden. Aber am Ende geht es nicht um die Theorie, sondern es geht immer um den Erfolg. Ne? Ja. Und wir tun das, weil wir damit Erfolg haben und weil das gut funktioniert für die Patienten. Und darum ist das unser Weg. Ne, an der Stelle. Und deswegen steht es auch immer am Anfang, weil wir erstmal das System ordnen wollen, bevor wir da andere Techniken zum Einsatz bringen. Und derer haben wir ja viele. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Ich sage es Ihnen gleich. Aber bei mir sind schon einiges, also man findet ja im Körper so viel. Also jede Narbe war irgendwie bei mir ein Störfeld. Ja, Bauchnabel, ja. Leistenbruch. Der Körper, das ist das, was ich, der speichert alles ab. Alles. Es ist ja, der Wahnsinn. Aber nicht alles ist ein Problem. Das ist die gute Nicht Nachricht. Alles ist ein Problem. Das rauszufinden, was jetzt das Problem ist, das ist die höhere Kunst und deswegen haben wir sie. Das, ja, aber das ist der ganze Trick dabei, dass man rausfindet,
Was ist die Injury, die hier an Stufe 1 steht, also die am meisten Probleme macht? Und dazu muss man einmal ganz durch den Körper gehen und muss die Probleme erstmal einsammeln. Und dann muss man gucken, zu welcher Injury korrespondieren diese Probleme alle? Und das ist ein Fehler, den viele machen, ja, auch zwar die Ausbildung gemacht haben, aber das nicht so weit gegangen sind, dass sie dann pro Sitzung plötzlich drei oder vier Injuries behandeln. Das machen wir ganz, ganz, Nicht. ganz, ganz selten. Also Ja. wir suchen uns die Top-Nummer eins und die machen wir aber auch richtig. Da gehen wir dann richtig durch. Ne? So ist das. Okay, das sind noch gute Schlussworte. Also, ich möchte mich nochmal bedanken für ein ja, sehr, sehr interessantes Interview wieder. Ganz neuer Aspekt, den wir hier beleuchten. Ich hoffe, wir haben auch super Resonanz hier im Video. Ich bin eigentlich überzeugt davon. Und ja, ich hoffe, dass wir hier euch auch wieder eine gute Hilfestellung geboten haben, neue Ansätze zu finden. Ich denke auf jeden Fall, es ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz, den man verfolgen sollte. Es ist ja auch nicht so, dass man jetzt hier dass man da irgendwie 10 Termine braucht beim Therapeuten, um so Injury-Muster zu finden. Das heißt, du hast einmal einen Termin für die Erkennung des Injury-Musters. Es wird dann auch meistens in der Therapie behandelt, ja. Aber es ist natürlich ein Meilenstein in der Therapie. Also du musst dann weitermachen mit, was weiß ich, was wir auch schon gesagt haben, Kiefer, Muskeltraining, sensomotorisches Training. Es ist ein langer Weg bei uns, aber ich glaube, was wir heute hier gelernt haben, ist sehr wertvoll gleich für den Beginn. Dafür möchte ich mich bedanken, Herr Dr. Brunk. Ja, ich danke auch für Und die ja, Einladung. Und vielleicht sehe ich Sie mal wieder. Vielleicht haben wir noch mal ein Thema. Schauen wir mal, wie die Resonanz ist. gerne. Auf jeden Fall werde ich in Ihren Podcast auch mal reinhören. Das ist Vielen nett. Dank. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich. Danke. Tschüss. Tschüss.